Und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und ich spreche jetzt die ganze Zeit so. Nein, tue ich nicht. Taito, das. Nein, das wäre. Also. Das klang japanisch. Taito. Ihr seht, wo wir hier angehalten sind. Und das. Ich habe zuerst überlegt, ob ich ganz schnell F9 drücke und dann Escape, damit das nicht mehr auf der Aufnahme drauf ist und ich dann sofort anfange. Aber dann hätte ich die Abmoderation nicht hingekriegt. Und ich wollte gerade aus Versehen auf F9 drücken und die Aufnahme beenden. Los geht's. Sitz in der Falle! Umstellt sie! Ich kann nirgends mehr hin! Ich wurde getroffen! Ich würde gerne eine andere Waffe benutzen. Ist das möglich? Headshot! Genau, so ein Obermarkt. Ich würde gerne einen anderen. Sie lädt nach, was soll ich denn sonst machen? Das ist ja lustig, das wollte ich bei mir. Ich muss nicht mehr machen. Die ist voll. Bei denen ist übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Geheimnis ist, bei denen ist es total wichtig, dass ihr die an euch rankommen lasst. Wieso habe ich jetzt die Waffe? Von der Seite an. Weil ich mit der überhaupt keine Munition mehr habe. Ich glaube, bis da unten geht das gar nicht. Immer die Pfeile, das sind die meisten. Ach, die gibt's ja. Bitte. Daran mit den Dingern zu arbeiten, denke ich mal gar nicht. Ja, das ist übrigens total der epische Kampf. Ich kann nur schnell, weil ich so konzentriert bin, weil sonst wird das hier alles nicht so easy peasy laufen. Und ich bin fertig. Ja, okay. Ich gehe mal kurz hier, ne, plündern und so. Ja, das war der total epische Kampf zum Sonntag. Montag. Ist immer noch Ostermontag. Sie geht hier mal wieder ihre Leichen betatschen. Weißt du, die hatten alle. Ach, jetzt krieg ich den. Ich dachte gerade, wir hatten alle Knarren und ich krieg nur die Pfeile. Muss öfter daran denken, diese Dinger zum Explodieren zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, hier sind nochmal Pfeile. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Munition. Wie viel Munition habe ich da? Ach, warum habe ich denn ja jetzt wieder so viel? Ach, das sind die Pfeile, ich Idiot. Okay. Wie krieg ich da jetzt nochmal. Wie krieg ich Feuerpfeile? Wie ging das? Nee, so nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich Feuerpfeile krieg. Okay, wie krieg ich das jetzt wieder weg?
Ah, okay. Ah, ich habe okay, verstanden. Entschuldigung. Muss ich mal ganz kurz checken. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo noch Munition bekomme. Das würde ich sehr bevorzugen. Mir fällt das Wort gar nicht ein. Doch, ich glaube, ich meine sogar bevorzugen, oder? Nee, meine ich nicht. Ich bin nicht doof. Ich kann mich nur manchmal nicht vernünftig artikulieren. Das würde mich freuen. Kennst du das, wenn du ein Wort suchst und dir fällt es nicht ein und du denkst dann so, what the fuck? Ich kratze so. Es klemmt. Wie, es klemmt? Ach, das da, oder was? Heller Stoff kann entzündlich sein. Achso, ich weiß schon, was ihr von mir wollt. Osterfeuer. Entschuldigung. Da hatte ich glatt einen Frosch im Hals. Ein Osterfrosch. Das hat alles mit Ostern zu tun. Counter-Strike. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das Ding ist nur, ich würde Counter-Strike gerne als Let's Talk machen und ich habe nichts zu reden. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ich mal bei Counter-Strike bequatschen könnte, oder Fragen, oder keine Ahnung was. In die Kommentare. Und dann beantworte ich euch die. Ihr könnt mich auch gerne fragen, warum ich so blöd bin, oder warum ich so ein Spiel Let's Play, wenn ich so blöd dazu bin. Das könnt ihr alles gerne machen. Heller, Highway to Hell. Infiltrieren sie den Palast. Le Palast. Zuerst gehe ich an so Lagerfeuer. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz und mal trinken. Da. Wir trinken mal kurz was zusammen. Wie ist denn das Wetter bei euch? Hört ihr meine Stimme gerade? Ist gerade so richtig abgefuckt. Ich trinke mal ganz kurz. Tut mir leid. So. Ich habe mir auch kein Glas geholt, ich Idiot. Ich muss jetzt aus der Flasche trinken. Geht nicht weg. Ich komme gleich Bonbon. Ach, was mache ich denn da? Achso, ich wollte gucken. Klar. Schalten mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Und da kann ich das noch nicht machen. Wille überleben. Halten Sie die. Ich habe noch nie ein Tier hier getötet. Außer als ich es das eine Mal da musste. Und einmal das Kaninchen. Sammeln, belohnen beim Plündern von Tierkadavern. Plündern Sie Tierverkaver. Tiervergaser. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller Fort- und Sturzschäden zu vermeiden. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Und kann ich noch nicht machen. Achso, da war ich schon. Dann Kämpfer, Entschuldigung. Versetzen Sie Feind mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihn durch den Todesstoß. Da ist ja mal mein. Also, es kommt. Weißt du, was ich scheiße daran finde? Weißt du, was ich scheiße daran finde? Doch, es war richtig. In meinem Kopf wollte ich schon wieder was ganz anderes sagen. Dass ich jetzt nicht weiß, welche Knöpfe ich dazu drücken muss. Weil wenn das zu viele sind, ich komme mit dem Umschalt ausweichen schon nicht ganz klar. Also nehme ich lieber den. Was muss ich da machen? Backen. F. Aber nur Betäubten, das stand da nicht, oder? Ach, ich hätte auch nochmal zurückgehen können. Ich Idiot. Oh Gott, was ist das denn? Wenn die betäubt sind, latsche ich da doch nicht extra hin und mach. Und ich hab's. Ich bin doof. Nein, das war alles so geplant, selbstverständlich. Ihr seht gerade mein Gesicht sehen müssen, das war so ein Werbungsgesicht. Ich weiß, ihr braucht die Scheiße ganz dringend, kauft sie. So, weißt du, so ein Gesicht war das. Ach ja.
Was ist los? Alter, das ist dein Kollege, Mädchen. Lauf, 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 lauf. Kann sie da nicht runterrutschen? Boah, voll die coole Lara, Alter. Kann ich auch machen. Wie können die so leben? Das ist halt nicht jeder so eine Super Nanny. Ja, so ein Super Nanny weiß ich auch nicht. Ich bin. Ich hab Angst, dass ich die Hauptrolle übersehe. Ich dachte, da wäre ein Loch. Und ich würde da hinten. Und ich sollte nicht singen. Ich hab volle Zeit. Grim! Ich hier irgendwas. Entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Ach. Oh. Lara, schwing deinen Hintern hier rauf! Ja, wie denn? Warte doch. Ach, da ist eine Leiter. Upsi! Siehst du die scheiß Leiter nicht? Zündet sie an! Kann ich das anziehen? Das nicht. Dieser Pfeiler lässt mich. Warum ging das gerade nicht? Guck mal, als ob da jetzt nochmal hingehen würde, um den ihren tödlichen Todesstoß zu verpassen. Warum kann ich das dann nicht abfackeln? Das würde doch eigentlich viel immer gehen. Ja, ich weiß, es war immer nicht hingegangen. Ups. Das war nur ein ganz bisschen Dynamit. Alter, hör auf, dich zu bewegen. Ah! Warum brennen die Pfeile? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Renner?
Versteck dich. Wo ist das? Hinter mir. Verdammte Scheiße. Naja. Geht da runter und legt sie um. Ach Gott, das war nett, dass das da anfängt. Da kommen noch mehr Polizisten. Ich mach das noch nicht. Scheiße! Ja, ja, das ist schon wieder hier. Ja. Ach, der ist schon explodiert, okay. Ich krieg das immer nicht mit. Tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber ich bin total. Geht da runter und legt sie um. Das will ich noch schaffen mit dieser Folge. Total egal. Weißt du, ganz im Ernst, ich bin schon so nochmal gestorben und sie so. Hallo? Leid, wenn das so hektisch ist, dann ist es besser. Ich hab den 10-mal getroffen, bevor es mir geschossen hat. Scheiße, steh auf. Das stirbt dann da. Muss Pfeile aufsammeln. Pfeile. Das sind die Pfeile. Ja, ich brenne, geh da raus, meine Stimme! Na, wo seid ihr denn? Oh mein Gott, verdammt. Lara, du lebst doch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Finden Sie einen Weg zu Grip.
Hallo, ich habe Escape gedrückt. So, meine lieben Freunde, ich habe gesagt, in dieser Folge schaffen wir das noch. Wir haben gerade mal 5 Minuten Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!